Hallo Leute und willkommen zur zweiten Folge von Undiscovered. Wie ihr seht, habe ich hier oben jetzt das hinzugefügt, also die Mod. Und ja, wir sind schon in Tag 7, weil ich ein paar Mal geschlafen habe, weil ich hier auch die Büsche aufgestellt habe für Essen, bis mir aufgefallen ist. Ich bin in einem Dorf. Was ist in einem Dorf meistens? Felder. Was ist auf diesen Feldern angepflanzt? Essen. Ja, das war klug von mir. Sehr klug. Nur leider zu spät. Ja, was habe ich eigentlich noch gemacht? Ich bin hier zu dem Dorf gelaufen, wie ihr seht. Und habe da meine ganzen Sachen hingestellt. Und ja, das hier habe ich alles gefarmt. Unter anderem ein Stack Clay. Wir gucken gleich warum. Ein bisschen Eisen, Zertusquarz, Tin, Coal Coke. Die habe ich nicht gefarmt, die war hier schon. Ja. Ein bisschen Kobbel. Das war's eigentlich auch schon. Was ich gesehen habe, ich weiß nicht, ob ich es in der Folge schon gezeigt habe, aber. Oh, das bewegt sich. Das ist cool. Und das, worum es heute gehen soll, ist der Furnace. Ich hab mich nämlich mal ein bisschen erkundigt und ja, das dachte ich mir auch. Ein Eisen, normaler Stein, Cobblestone. Fuck. Wie sollen wir an Stone rankommen ohne einen Ofen? Wie sollen wir an Iron Ingot rankommen ohne einen Ofen? Wir kümmern uns jetzt zuerst mal, ja, um den Iron Ingot. Doch. Dafür brauchen wir nämlich den Alloy Kiln. Und das ist ein Multiblock von Immersive Engineering. Und der braucht das Kiln Bricks. Und zwar eine ganze Menge. Wir brauchen dafür Gem Bricks. Wie macht man Gem Bricks? Verdammt. Ich habe etwas beim Farmen vergessen. Silent Gems. Verdammt. Aber wir müssen uns auch erstmal um die Coal Coke kümmern. Dafür brauchen wir einen Coke Oven. Und dafür brauchen wir Coke Bricks. Und dafür brauchen wir Coke Bricks. Ja, genau. Dafür brauchen wir dieses Rezept dreimal. Weil wir ein 3x3x3, also 3 hoch 3 Multiblock-Struktur brauchen. Und das sind halt 27. 9x3 ist 27 und deswegen auch Clay. Natürlich brauchen wir dafür auch Bricks. Und die bekommen wir in einem Crushing Tube. Das, was wir in der letzten Folge hergestellt haben. Und zwar... Oh cool, da bekommt man Heavy Water. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Teil funktioniert, aber wir müssen es benutzen. Und zwar für 1, 2, 3, 4 mal 3, 12 Stück. Nein, nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, wie funktioniert das nun? Vielleicht erklärt uns das lustige Questbook dazu etwas. Item placed in the may be protested by jumping on them. Immer diese Schlüssel, die auf dem Schreibtisch rumliegen. Sneak right click will clear any flu. Okay. Das heißt, ich muss das machen. Oh, das ist ja geil. Oh, das ist geil. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen komisch. Dieses, oh, das ist geil. Aber, ey, das ist geil. Das ist ja leichter, als ich dachte. Und dann brauchen wir noch Dwindle Cream. Compressed Dirt. Wer hätte es gedacht? Aus 9x9 Dirt. Dafür brauchen wir Dirt. Wer hätte es gedacht? Und wie viel? Genau. 27. 1, 2, 3.
So. Da haben wir 27 Dirt. Und die werden wir jetzt zu Compressed Dirt machen. Und zwar so. Und das kommt dann da rein. 1, 2, 3. Oh, das ist echt so viel leichter, als ich es mir vorgestellt habe. So, jetzt haben wir davon 27. Und weil hier ein Immersive Engineering House ist, werde ich das natürlich auch gleich hier hinbauen. Okay, ich hätte nicht hochspringen müssen. Ja. Und ja. Nun schauen wir. Nein. Ja, zum Glück hatten wir schon mal einen Hammer bekommen. Das ist der Hammer. Und was habe ich dafür weggelegt? Mein Questbook, oder? Nee, die Schaufel. Oh, geil. Und damit die Villager nicht sterben, lege ich mich mal wieder ins Bett. Nicht, dass Zombies kommen. Oh, geil, Bären. Was wollte ich machen? Ich wollte Kohle da reinlegen. Und zwar mal 8 Stück. Weil wir brauchen hier nachher 8 Stück. Und wir haben zwar schon eins, aber juckt mich nicht. Scheidenpilz. So. Genau, wir brauchen das für die Kiln Bricks. Und dann brauchen wir jetzt. Also wir brauchen das Rezept hier 4-mal. Nee, 8-mal. Das heißt, wir brauchen 2 Gems, egal welche. Und um die werde ich mich jetzt kümmern müssen. Das ist schade. Äußerst schade. Aber naja. Aber guckt mal, was ich hier gefunden habe. So eine lange Schlucht. Aber nichts von Silent Gems. Wo sind die eigentlich? At Silent Gems. Die da müsste doch stehen. Auf welcher Höhe? Höhe 32 ist das Beste. Oder ist das bei anderen anders? Ja, na toll. Werdet mal Opal. Auf jeden Fall müssen wir die irgendwie finden. Und wir haben hier ja zum Glück an der Seite so eine Leiste. Okay, das ist keine Leiste, aber wir haben etwas, wo wir sehen können, auf welcher Höhe wir sind. Und das passt in etwa. Und ich darf dann mal eben farmen. Ich sollte aber vorher noch das hier mal chunkloaden. Falls ich zu weit weggehe und... Oh, geil. Hier ist ja eine Höhle. Falls ich zu weit weggehe und... Oh nein, ein Creeper. Ich hasse Creeper. Ich hab Gems gefunden. Ey, hoffentlich bekommt man da nicht nur eins raus oder ich finde noch einen. Bitte. Nein, ich brauche dafür... Ich brauche dafür Eisen. Ey, das ist nicht euer Ernst, oder? Ich brauche ernsthaft Eisen, um das abbauen zu können. Aber ich kann kein Eisen machen. Okay. Das ist jetzt schlechter, als ich dachte. Weil, WTF, was, wie soll ich das schaffen? Gibt es vielleicht Sachen von Silent Gems, die ein niedrigeres Mining Level brauchen? Oh. Das sind bestimmt dieselben, aber ich kann es ja eigentlich mal nachgucken. Indem ich meinen ganzen Cobblestone... Ist ja extrem viel benutzt, um mich immer darüber zu bauen. Ja, kann ich auch nicht abbauen. Verdammt. Was mache ich dann jetzt? Ich muss mich... Ironberry Juice Bucket? Nee. Wie komme ich jetzt an Eisen? Ich muss bestimmt hier weitermachen, damit ich Wein vor... Ach, keine Ahnung.
Ich laufe jetzt einfach mal nach Hause. So, Leute. Jetzt werden wir diese Quest erstmal probieren herzustellen. Ironberry Juice Bucket. Ey, wetten, ich kann den nicht machen. Weil ich brauche dafür ja ein Bucket, genau. Dafür brauche ich Iron Blades. Da fällt mir was ein. Ich habe etwas gefunden. Und dafür war ich weit unterwegs. Sehr, sehr weit. Ich musste dafür wirklich sehr weit reisen. Wehe, ihr guckt auf die Minimap. Wehe, ihr guckt auf die Minimap. Da sieht man nämlich noch absolut gar nichts. Was natürlich Quatsch ist. Man sieht das Schiff. Warum gehe ich nicht gleich hier lang? Weil das ist doch viel klüger, wenn ich hier lang gehe. Es wäre noch viel klüger, wenn ich mir ein Boot bauen würde. Aber ich glaube, das wäre dann wieder zu klug für mich. Und das ist dann nicht nur so mein Style. Ist ja kein Gangnam-Style. Opa, Gangnam-Style. Ihr wisst schon. Das ist doch idyllisch. Was heißt idyllisch eigentlich? Ich hoffe einfach, dass da drauf eine Truhe ist. Irgendeine Truhe und ich will die looten können und da drin soll Eisen sein. Mindestens, eins. Nee, mindestens drei. Obwohl, eins würde auch schon reichen. Hahaha. Eins würde auch schon reichen. Hahaha. Bitte lass da drunter noch was sein. Sieht leider nicht so aus. Ach man. Dann gehe ich mal wieder nach Hause. So Leute, dann fällt mir noch ein, hier vorne war ja noch was. Und vielleicht haben wir Glück und hier ist sowas wie Eisen oder so. Oder allgemein überhaupt eine Truhe. Ja, ich hole meine Schaufel. So. Hier müsste ja eigentlich theoretisch wirklich irgendwo was sein. Weil Astral Sorcery, war das nicht dann unter der Erde irgendwie? Ja. Eisen. Geil. Don't let your dreams be dreams. Geil. Wir haben Eisen. War nicht nochmal irgendwo unten drin etwas? Ach, ich bin mir nicht sicher. Ist mir auch egal. Wir haben jetzt Eisen. Wir können uns einen Ofen bauen. Ach nee, wir brauchen ja erst noch normalen Stein. Haha, ganz vergessen. Ich habe eine Schaufel, warum benutze ich die nicht? So, jetzt geht's. Ich hatte die ganze Zeit in meiner Nähe Eisen und habe es eben nicht gefunden. Aber jetzt bin ich glücklich. So, was machen wir jetzt damit? Irgendwas war's. Ach ja. Wie kommen wir an Stein? Für Stein brauchen wir Straining. Was auch immer das ist. Aber ich glaube, das war, dass wir hier im Questbook Straining Water Junk. Ja, das müsste es sein. Strainer Base und Strainer Base. Dafür brauchen wir eine Barrel. Ja, hatten wir nicht schon mal eine Barrel? Auf jeden Fall müssen wir erstmal schlafen. Schlaf, Nacht. Ja. Geil. Dann machen wir das, das und das und wir haben eine Barrel. Da rein. Ui, ich hätte nicht gedacht, dass wir so viel haben. Ein Netz. Dafür brauchen wir String. Bitte sag mir, dass wir String herstellen können. Theoretisch ja. Aus Industrial Hemp Fiber. Oder aus Cotton.
Who nerfs chests? Ach, nur updated, ja, ja. Weil, als hätte ich das schon geschafft. Theoretisch müsste ja hier unten, Cotton vielleicht sein. Obwohl, Cotton hier unten. Das klingt eher unwahrscheinlich. Obwohl. Vielleicht kann man aus Hops irgendwas in der Art machen. Nein. Hops ist scheiße. Hops geht weg. Und. Ja. Hier war schon mal keine passende Pflanze. Hier Reis, normale Seeds. Nein. Bitte, bitte. Ich flehe euch an. Oh nein. Da vorne könnte was sein. Weil der Cotton ist ja, glaube ich, von Actually Editions. Nee, von Pumps Harvest Craft. Verdammt. Oh, aus Flux bekommt man ja aber gleich Strings. Oh, das ist nice. Dankeschön. Danke, Alpac. Das ist der Macher von der Mod. Connect to Editions. Aber pssst. So, dann kommt das da rein. Dann. Ups, das war nicht gewollt. Das war. Weil ich nicht mehr gewohnt bin, dass das so geil funktioniert. Und dann denke ich mal, ja, wir müssen das jetzt in Wasser stellen. Und zwar wollen wir das, nee. Obwohl, nee, wir machen das hier unten hin. Reicht das, wenn das da ist? Bin mir nicht sicher. Vielleicht steht's ja in der Quest. Can be emptied by placing bla bla. Many useful bla bla. Bag of Junk? Was ist Bag of Junk? Was ist der Bag of Junk? Bag of Junk. Oh, geil. Theoretisch könnte ich das gleich sehen. Oder brauche ich erst noch Bait? Collects general small sized items requires. Nee. Ich bin ja bei dem. Nee, das ist dense. Ich hab das da. Collects general items requires a strainer base. Ja. Vielleicht muss ich das doch eins weiter runtersetzen, damit das andere auch im Wasser ist. Das klingt zumindest logisch. Kommt da jetzt was? Hallo? Könntest du mir bitte antworten? Oh nein, da bin ich aus dem Spiel rausgegangen. Oh. Jetzt sehe ich nicht mehr meine Aufnahme und meine Aufnahmezeit. Jetzt sehe ich es wieder. Haha. Ja, Iron Berries. Ah, das ist doch. Alles klar. Das, ich habe zwei bekommen, aber. Hä? Achso, man bekommt da zwei. Cool. Oh, eine Holzfarm. Ich bräuchte noch mehr Iron Berries. Und. Ja, was kannst du eigentlich? Nichts. Was kannst du? Fire Aspect Green. Du bist ein krasser Mother Flirter. Oh, ich kann gar nichts essen. Egal. Wir können jetzt. Ach nee. Ich wollte sagen, wir können den Ofen bauen, aber wir können keinen Ofen bauen. Leider. Dafür fehlt uns Zeug. Das ist traurig. 5 Steine fehlen. Oh. Man, oh man. Ich möchte trotzdem den Kiln bauen. Hieß der Kiln? Kann sein. Der Kiln Furnace? Kiln. 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 Iron. K.
Killen, Alloy Killen, genau der. Den möchte ich trotzdem bauen, weil der ist cool. Ich kenne seine Eltern, der ist cool. Alles klar. Dann können wir eigentlich nebenbei noch eine andere Quest machen. Und zwar die, wofür wir die Iron Berries brauchen. Wartet mal. Das mit den Iron Berries? Nee, die Quest, die konnte man ja nicht machen. Ist auch egal. Wir können. Habe ich das doch gemacht? Ach, ist das. Entweder das oder das? Ah, cool. Dann habe ich jetzt doch ein Dingsbums. Hier, wie heißt's? Ein Backpack. Oh, geil. Ja, wow, der bringt mir so viel. V. Kenne ich gar nicht. Was ist hier? Wir machen jetzt Alkohol. Dafür brauchen wir aber einen Eimer für die Quest. Das heißt, wir brauchen Fluid Mover. Wir brauchen mehr Eisen. Und Eisen bekommen wir aus dem Ofen. Also ohne den Ofen geht es nicht wirklich weiter. Das ist tragisch. Vielleicht haben wir jetzt schon einen Stein. Ja, ein Stein ist da. Aber Bottle. Ja. Brewing Barrel. Okay. Wir können ja einfach mal das hier detekten. Submitten. A bigger storage box. Wir brauchen mit nur eins davon. Small storage crate. Komm, keine Ahnung. Okay, ein was davon. Ich glaube, dann machen wir das Small Storage Crate. Oh mein Gott. Wir machen Compartment. Mein Gott. Nee, das verbraucht ja noch mehr. Dann lieber die Small Storage Crate. Wenn wir Glück haben, was wir aber glaube ich nicht haben. Ja, wir haben in dem Dorf leider kein Haus von Actual Editions. Sonst hätten wir das einfach uns holen können. Okay, was brauchen wir dafür? Wir brauchen dafür Woodpile. Das heißt, wir brauchen 12-mal Holz. Das heißt, wir brauchen eine Eisenplatte. Geil. Wir können das doch noch nicht machen. Oh, dieses Questbook, ey. Schrecklich. Hier, Farming the River. Fisherman Street. Ich glaube, ich rede gerade extrem viel einfach nur vor mich hin und es ergibt für euch überhaupt keinen Sinn. Deswegen hoffe ich, dass ich das nicht alles rausgeschnitten habe, aber wir können mal noch gucken, was das ist. Nein. Was macht man damit? Wofür ist das da? Pile of Scrap. Okay. Das verstehe ich nicht. Okay, also ich werde bis zur nächsten Folge warten, dass da genug Stein zusammenkommt, damit wir hier den Ofen bauen können. Und ja, das wäre es bestimmt eigentlich auch gewesen. Wir brauchen einen Ofen, dann können wir ordentlich arbeiten. Und ich habe mal nachgeguckt und wenn wir den Ofen haben und wir wollen unser Eisen einschmelzen. Ja, wartet. Eisen schmelzen. Genau,
Iron Slag. Ja. So habe ich auch geguckt, Leute. So habe ich auch geguckt. Wir brauchen einfach irgendwas Besseres. Hier. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir was Besseres als einen Ofen oder keine Ahnung. Einfach immer doppelt so viel Eisen. Und dann würde ich mich eigentlich auch schon wieder bedanken fürs Zusehen, Leute. Danke. Danke. Ich bin euch dankbar. Also, was ich in der nächsten Folge machen möchte, wisst ihr ja schon. Einen Ofen mit euch bauen. Und ja. Ciao, Leute. Ciao.